Wenn du wirklich effizient mit Word arbeiten möchtest, so musst du dich unbedingt mit den Formatvorlagen vertraut machen. Gerade bei so langen Texten wie diesem hier ist es sehr mühsam, wenn du nachträglich, und das kommt ja oft vor, die Schriftart im ganzen Text ändern möchtest. So müsstest du nämlich jeden einzelnen Abschnitt wieder auswählen und manuell die Formatierung vornehmen. Und die Gefahr besteht natürlich, dass dabei Fehler auftreten, dass du vielleicht einen Absatz vergisst und dass dann am Schluss die Formatierung nicht einheitlich ist. Mit den Formatvorlagen kann man das konsequent übers ganze Dokument hinweg lösen und dafür müssen wir diesen Bereich Formatvorlagen einblenden. Ich empfehle dir auch, falls das nicht bereits geschehen ist, diese nicht druckbaren Zeichen einzublenden. Und hier siehst du die voreingestellten sogenannten Formatvorlagen. Sicher hast du dich schon gefragt, was eigentlich Überschrift 1 und 2 und so weiter sein soll. Das ist nichts anderes als eine Titelhierarchie. Überschrift 1 ist also eine Hauptüberschrift, während da dieser Untertitel dann in diesem Falle Überschrift 2 wäre. Überschrift 3 haben wir jetzt in dieser Datei gar nicht. Ich wähle all diese Bereiche aus, befahre sie, das ist jetzt Standard, und formatiere sie nun einfach mal mit diesen Vor gegebenen Formatvorlagen. So, nun bin ich soweit. Die ganze Datei ist konsequent mit diesen Formatvorlagen versehen. Nur die Gestaltung ist jetzt natürlich noch alles andere als berauschend. Diese farbigen Titel, die finde ich überflüssig. Ich überfahre mal diese Hauptüberschrift und wähle etwas anderes. In diesem Fall Helvetica. Helvetica Neue Fett, die soll 18 Punkt groß sein und natürlich schwarz, damit es auch auf einem Laserdrucker vernünftig ausschaut. Das haben wir jetzt manuell gemacht, damit ich jetzt das nicht für jede Überschrift eins nochmals tun muss, gehe ich hier in diese Formatvorlagen hinein, tippe auf dieses Dreieck auf der rechten Seite und wähle Aktualisieren, um der Auswahl anzupassen. Und sofort ist im ganzen Dokument jede Überschrift 1 entsprechend formatiert. Dasselbe machen wir für die Überschrift 2. Die soll ebenfalls Helvetica Neue und Fett sein. 12 Punkt und schwarz. Fett natürlich. Und auch hier wählen wir Aktualisieren, um der Auswahl anzupassen. Ich kann eine bestehende Formatvorlage auch ändern, ohne sie zu aktualisieren, indem ich direkt auf dieses Dreieck gehe und Formatvorlage ändern wähle. Dann kann ich in dieser Formatierungspalette die entsprechende Schriftart, den Schnitt und die Farbe noch anpassen. Und die Größe. Also Überschrift 3 wäre nun auch schon bereit. Du siehst, auch wenn wir sie gar nicht brauchen, sie wäre vorhanden für eine Unterunterschrift. Noch die Standardschrift. Ich wähle wiederum den Absatz aus, wähle Helvetica Neue und diesmal fein als Beispiel. Dann 10 Punkte für die Größe und selbstverständlich schwarz und auch hier wieder aktualisieren, um der Auswahl anzupassen. Und in der ganzen Datei ist diese Schrift geändert. Die ist jetzt vielleicht noch etwas gar nahe beieinander. Kein Problem. Das ändern wir gleich nochmals. Über diese Zeilenabstandsoptionen wähle ich mehrfach und hier 1.4. So wird es recht luftig. Auch hier wieder, das ist jetzt nur im ausgewählten Abschnitt passiert, aber wiederum über das Aktualisieren wird es auf alle diese
Standardtexte übertragen.